Der Inspekteur, ich hoffe doch wohl sehr, dass Sie nichts zu verbergen haben. Nein, natürlich nicht. Hier hast du einen Sekt. Er sagt Dankeschön und gibt mir sogar noch ein Schmuckstück, das ich nicht gebrauchen kann. Danke. Wir segeln weiter. Noch zu tun. So, und jetzt haben wir wieder so viele Gegenstände, dass wir die alle erstmal irgendwie mit reinbringen müssen. Wie wir das allerdings machen, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir jetzt erstmal gleich erörtern. Insbesondere natürlich auch die Tiere. Wir haben ja jetzt endlich den ollen Elch, den wir irgendwie noch nie hatten. Und da ist die Frage, was wir denn jetzt großartig austauschen. Wir haben ja jetzt nicht mehr viel, was wir nicht in irgendwelchen Sets benötigen würden. Hier doch die gelbe Qualle. Dafür könnten wir den Elch mit reinnehmen, denn ist das komplett. Bedürfnis Malus 5%. Beeinflusst Wohngebäude. Bewohner brauchen 5% weniger Fische, Brot, Fleischkonserven, Wurst, Schokolade, gebackene Bananen, Tortillas und Meeresfrüchte-Eintopf. Top! Wenn wir also irgendwann manche Tiere doppelt haben, dann können wir sogar noch einen Zoo zum Beispiel in der neuen Welt fertig machen und dort ebenfalls dafür sorgen, dass die sowas dann als Malus haben. 5% weniger, das ist super, das ist hervorragend. Gerade eben auch bei der Masse an Leuten, die wir hier auf der Insel haben. Gerade wenn es um Wurst geht und so weiter. Wunderbar, ich freue mich. Die nächsten bitte. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben ja doch einige Tiere. Haben wir noch irgendwas frei? Ich glaube nicht. Dann brauchen wir irgendwann wieder neue Module. Heißt, wir müssen unbedingt mehr Investoren haben. Wir brauchen mehr Leute. Oder vielleicht muss ich auch einfach mal dafür sorgen, dass wir weniger Kriegsschiffe haben. Im Moment ist nicht so viel Krieg. Aber andererseits möchte ich meine Streitmacht auch nicht ausgeben. Aber wir könnten die Leuchtkreaturen haben, wenn wir das hier dann auch vervollständigen. Wir bräuchten ja nur diesen einen Fisch mit reinzubringen. Komm, ich baue jetzt das eine Modul, dann ist gut. Und wir brauchen deine Großzügigkeit. Jo, geht sofort los. Ist der noch nicht da? Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Jetzt schon. So, Fisch rein. Drachenfisch der Tiefsee und damit haben wir wieder ein Set ergänzt. Das gucken wir uns auch noch an, was das macht. Attraktivität plus 3%. Beeinflusst Wirtshaus, Varieté und Clubhaus. Auch schön. Die oder der Leuchtkreaturenpark in ihrem Zoo inspiriert ihre Bevölkerung dazu, eine bessere Beleuchtung in ihren Geschäften einzusetzen, was zu erstaunlichen phosphorisierenden Auslagen für die Betrachtung ihrer Kunden führt. Schön. Ja, so ist nice, so ist gut. Ich meine, allein der Zoo, der bringt uns ja sehr viel an Kultur auch mit dazu. Allein hier Museum 624, Botanischer Garten 723, Zoo 1043. Der Palast nochmal 150, den könnten wir auch weiter ausbauen. Wir könnten jetzt so langsam damit anfangen, auch die Palastflügel fertig zu machen. Die sehen im Prinzip so aus und könnten dann direkt an den Palast mit rangebaut werden. Ist alles möglich. Andererseits würde ich den Palast dann lieber hier oben hinstellen und die Flügel bis nach unten ziehen, sodass die sich dann auch nochmal mit dem Museum und so weiter verbinden. Geh du mal einen Schritt nach da. Könnten wir vielleicht sogar mal ein Modul bauen. Einfach bloß, um zu sehen, wie es aussieht. Palastflügel-Ecke. Palastflügeltor. Also ich habe jetzt mal darauf geachtet, hier erweitert sich nichts. Den Palast, den könnten wir im Prinzip nur quer durch die Stadt ziehen bis nach oben und dann würde er hier anschließen und dabei auch andere Dinge noch mit beeinflussen. Deswegen... Die Häuser stehen nach der Epidemie leer. Ja, ist gut, ich kümmere mich drum. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Sowieso. Deswegen werden wir das alles später umbauen müssen und nochmal gucken, ob wir den Palast vielleicht auch hier durchbauen. Das Schöne ist, ich glaube, dass dieses Tor, das der Palast hat, dann auch für eine Straße genutzt werden kann, dass wir dann im Prinzip hier einfach diese Tore mit ranbauen und das noch weiter nach hinten ziehen. Das wäre schön. Benachrichtigung. Hat er nicht eben gerade gesagt, es gibt irgendwie Probleme, es gibt noch Städte, in denen es Ruinen gibt. Habe ich hier irgendwas verpasst? Nö. So, jetzt ein Besser. Wir müssen uns einmal um das Essen der Leute kümmern. Schoner steht bereit. Ja, reicht leider nicht. Fahr mal ran und nimm mal noch ein bisschen was mit.
Ja, hier haben wir auch noch die beiden Tiere. Ich würde sie am liebsten mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich sie noch für die weitere Quest benötige. Deswegen warten wir auf diesen ollen Vogel, auf den wir ja schon seit Ewigkeiten warten. 1, 2, 3. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr gut, das nächste Schiff ist fertig. Kümmere ich mich gleich drum. Also ihr seht schon, so nach und nach kommen wir endlich dazu, das ein oder andere fertig zu machen. Und vor allem auch uns zu verbessern. Das ist sowieso hervorragend, das ist super. Und wenn wir erstmal genügend Fahrräder haben, dann haben wir zumindest schon mal die Bilanz gesichert. Dann haben wir zumindest schon mal genügend Geld, um unsere Leute dann auch weiter zu versorgen mit weiteren Produktionsgebäuden etc. pp. Jetzt ist die Frage, was sonst noch fehlt. Meine Analyse fällt positiv aus. Schön. Ihr hattet eine lange Zeit Schwierigkeiten, Kaffee zu bekommen. Das habe ich noch in Erinnerung. Da müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal uns drum bemühen, noch mehr Kaffee mit ranzukriegen. Ist jetzt auch nicht wirklich besser und uns fehlt weiterhin Gold. Uns fehlt weiterhin natürlich auch der Goldbarren, der dann natürlich in eine Uhr umgewandelt wird oder gegebenenfalls später in Schmuck. Außerdem fehlen uns die Perlen. Die Frage ist natürlich, wo der Schmuck produziert wird. Hier? Ja. Genauso wie Gold. Wir müssen aber die Perlen und das Gold selber hierher transportieren, um das alles fertig zu machen. Gut zu wissen. Das ist aber nur ein Luxusbedürfnis. Das ist jetzt kein Bedürfnis, was irgendwie für die Investoren sorgt, dass die noch mehr werden. Dafür brauchen wir dann später die Dampfmaschinen, sprich die Automobile. Und die Phonographen, ja, die kommen erst wesentlich später. Also wir brauchen auch 3000 Investoren, um allein schon die Weltausstellung fertig zu machen. Das heißt, Phonographen werden wir demnächst auch bauen müssen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Geht aber auch erst ab 3000 Investoren. Das dauert noch eine ganze Weile. Ah, die Elektrizität mit der Gasförderstätte, das hätte ich auch gern. Aber nein, wir haben hier noch kein Gas. Weiß nicht, ob ich die Schweine dann anschließen darf. Die produzieren bestimmt genug Gas und die Rinder. Aber nee. Wir brauchen hierfür Handwerker. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar zu Handwerkern machen. Die Handwerker selber brauchen als Bedürfnis natürlich das, was die Arbeiter benötigen, plus Fleischkonserven, Nähmaschinen und Pelzmäntel. Das macht mir ein bisschen Sorgen, weil wir jetzt auch nicht so viele Nähmaschinen haben. Wir sind jetzt nicht unbedingt Nähhausen. Mir war wichtig, dass das Kraftwerk bis hierhin kommt. Vielleicht sollte ich mich wirklich erstmal um Öl kümmern. Dass wir zumindest ein weiteres Kraftwerk dann auch hier unten mit hinstellen können. Da könnten wir auch viel mehr versorgen. Da könnten wir beispielsweise auch den Palast mit Strom versorgen. Ich weiß nicht, ob der irgendwann Strom braucht, aber wäre ja möglich. Oder hier alleine. Da vielleicht irgendwie. Das kommt ja weit. Es ist ja nicht so, dass das Netz jetzt irgendwie hier aufhört oder so. Nee. Das hat eine relativ große Reichweite, wenn man das mal so sieht. Aber dann wäre es hier am besten. Dann würde es wirklich alle versorgen. Dann müsste ich das Hospital vielleicht woanders hinstellen und hier eine Schneise reinbohren. Würde den Leuten zwar nicht schmecken, aber da müssen sie durch. Ich werde euch schon mal verstellen. Damit dort die Schienen lang können. So, und eigentlich standest du dort sehr zentral, aber das hat jetzt ein Ende. Du kommst hier mit hin, musst dann relativ weit laufen, aber das ist okay. Du kommst ja trotzdem noch überall ran. Sehr schön. Dann kommt hier nachher das Kraftwerk hin, sodass wir noch mehr Leute mit Strom versorgen dürfen. Sobald wir dann natürlich mehr Platz haben für Öl. Für Öl dann auch gesorgt haben, dass hier mit hochgebracht wird. Ölhafen ausbauen, liefert zusätzliche Züge. Ich brauche die nicht weiter ausbauen. Wir haben schon sehr viele Züge und die sind ja nicht so häufig unterwegs. Gegebenenfalls können wir dann auch hier weitere Schienen setzen und vielleicht schneiden die sich dann nicht andauernd. Dafür brauchen wir dann auch sehr viele Stahlträger, aber die werden ja von der anderen Insel hergebracht, das ist kein Ding. Was wir aber unbedingt brauchen, eben auch gerade in dieser Situation, sind Öldepots. Oder Öllager wäre auch noch eine Möglichkeit, erhöht die Lagerkapazität für Öl auf der Insel. Muss ich das? Ja, das muss ich ins Wasser bauen, das geht nicht auf der Insel selber. Und da wir hier sowieso keinen Platz mehr haben, können wir das Öllager hier mit hinsetzen. So, wie viel Öl darf ich denn haben? Steht das irgendwo? 1150. Das dürfte für eine ganze Weile reichen, bis denn die Leute aus der neuen Welt mit dem Öl kommen. Das ist okay. Wir wollen ja nur zwei
zwei Kraftwerke versorgen. Wenn du es erlaubst. Der Akku. Das sichert uns für eine Weile vor dem Hungerstod. Ja. Gott, bin ich lieb. So, nichtsdestotrotz, wo war ich stehen geblieben? Öl, genau. Wir werden dich schon mal... Nee, dich schon mal runterfahren lassen. Und zwar in die neue Welt. Ja, an welche Insel jetzt? Wo wollen wir das Öl fördern? Wir haben ja sehr viele Möglichkeiten in der neuen Welt. Buenos Vientos. Da werden wir noch einiges fertig machen, was dann auch die Investoren benötigen. Insbesondere Gold und sowas alles. Deswegen würde ich sagen, wir gehen nach Shemford. Fahr da erstmal hin. Wir können auch später noch überlegen, von wo aus wir dich fahren lassen. Jetzt in die neue Welt. Gold ist wichtig. Mine bauen. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Nein, aber du kannst dir ein Lagerhaus suchen, was du dann auch bedienen darfst. Okay, du kommst nicht so weit. Du könntest das aber hier vorne in den Konto bringen. Heißt, wir müssen nur dafür sorgen, dass du eine Steinstraße kriegst. So, jetzt klappt's. Jetzt kommt er wenigstens bis zum Konto, alles ist gut. Wir bekommen jetzt also noch mehr Gold und wir werden das Gold natürlich auch weiter fördern. Theoretisch könnten wir auch hier wahrscheinlich für Strom sorgen, um die noch schneller zu machen, oder nee. Geht leider nicht, schade. Hätte ja sein können. Und dann werden wir auch hier noch... Ach nee, hier hatten wir schon dafür gesorgt, dass das alles mehr wird. Da muss ich auch gerade mal gucken, von wo aus wir das Gold eigentlich hochbringen. Ich glaube von hier aus, ne? Das wird gar nicht von der anderen Insel aus produziert. Und hochtransportiert. Heißt, wir müssten eigentlich hier noch für Gold sorgen. So. Haben wir noch einen Berg mit Gold? Ja, oh ja. Und dann müssen wir auch hier wahrscheinlich... Haben wir noch genügend Leute? Nee. Oh, die Obreros, die sind ordentlich... Oder Obreras sind ordentlich abgestürzt. Verdammt. Das war jetzt meine Schuld. Da habe ich nicht darauf geachtet, wie viele dann dadurch erwachsen. Aber es geht. Wir kriegen das hin. Klar, sie wollen jetzt auch Nähmaschinen. Und jetzt wollen sie auch die Hüte. Die haben sie ja bereits. Die haben wir schon hergebracht. Das bedeutet, die werden ja jetzt so oder so mehr. Gott sei Dank. Ach nee, ihr hattet keine Hüte, aber hier haben wir die Hüte produziert, ne? Das war so dumm von mir, aber ist auch egal, ist auch egal. Es läuft, alles ist gut, alle sind glücklich, wir bekommen jetzt mehr Gold. Das mehr Gold wird dann dementsprechend auch wieder mehr in die neue Welt gebracht. Dann gucken wir, dass wir hier noch ein weiteres Depot mit dazu setzen, damit wir noch mehr Waren einlagern können. Wird zwar doof für die andere Insel, weil die dann auch wieder mehr produzieren müssen, aber dann müssen sie durch. So, dann haben wir jetzt hier drei Lager, heißt 150 Punkte mehr. Auch könnten wir den Hafen ausbauen, wenn wir irgendwann Fenster mit ranbringen, aber die brauche ich hier jetzt nicht. Wir haben hier 15 Ölquellen, da haben wir 13. 22, das ist definitiv meine Ölinsel, so viel ist sicher. Ich glaube, Sie lösen das Problem. Ich wünsche Ihnen Hilfe sehr zu schätzen. Bauen Sie ein Museum? Das ist ein Witz, oder? Ernsthaft? Nee. Sorry. Kriegt ihr nicht. Ich hätte nicht so viel verlangen sollen. Nee, also ein Museum ist echt zu viel verlangt, mal ganz ehrlich. Das wird nicht gemacht. Hier gibt es teilweise gar kein Öl. Stapel gelaufen. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Hier gibt es wenigstens 22 Ölquellen und die können wir richtig gut ausbeuten. Wir müssten im Prinzip bloß alles dafür vorbereiten. Sprich, wir brauchen... Warte mal, hatte ich nicht sogar... Ich hatte das alles hierher gebracht, aber hier haben wir auch 19 Ölquellen. Aber oben ist es mir lieber, da haben wir wenigstens die Möglichkeit, von hier aus gleich den Ölhafen zu bedienen. Den werde ich dann auch hier mit hinbauen. Heißt, die Schiffe, die die ganzen Waren gebracht haben, auch der mit dem Stahl, die liefern das mal alles bitte mit nach oben. Da müssen wir oben wahrscheinlich auch für weitere Leute sorgen, die die ganzen Ölquellen bedienen. So, irgendwas musst du noch mitnehmen. Das
da. So, und du nimmst das und die Fenster mit. Erwarten neue Horizonte. Ab nach oben, dann gucken wir nochmal in die Diplomatie, denn wir dürfen für Beryl O'Mara schon wieder so ein bisschen was als Geschenk anbieten. Dann ist sie glücklicher, erstmal schmeicheln wir uns ein. Dass ich mich noch als wertvolles Mitglied der Gesellschaft fühle. Dir biete ich auch ein Geschenk an. Oh ja, ich versuche alles sportlich zu nehmen. Das stimmt. Zum Glück. Sprunghaft, rachsüchtig, Teufel. Okay. Handelsrecht aufkündigen, leicht erhöht Allianz ersuchen. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. So, sehr gut. Das wird anderen nicht gefallen, aber da müssen wir du durch. Machst gemeinsame Sache mit Anne Harlow. Bleib. Ja, stell dir vor. Sicher steigt Ihnen der hiesige Wein zu. Das hier verdreht mir nicht den Kopf. Okay, die lässt sich nicht mehr so leicht beeinflussen. Aber wenigstens haben wir schon mal drei Allianzen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal noch mehr Ruhe. Und der gute Jean Lafortune, mit dem müssten wir noch ein bisschen was tun. Vielleicht irgendwann mal ein Handelsrecht, aber das ist im Moment noch unmöglich. Bei ihr auch. Schade eigentlich. Vielleicht gebe ich gleich den Straßenkindern ihren Anteil. Ja, als ob du so lieb bist. Nicht Angriffspakt erbitten. Brauchen wir nicht. Wir haben Frieden aktuell mit beiden, glücklicherweise. Aber das sind auch die einzigen, die uns hier unten wirklich gefährlich werden. In Harlow hätte ich jetzt gar nicht großartig mit reinholen müssen. Aber wir haben zumindest eine Allianz. Das bedeutet, wir haben unsere Ruhe vor ihr. Für eine lange Zeit, denn bis das auf Null sinkt, das dauert sehr lange. Da müsste ich schon einen richtig dummen Fehler machen. So, die beiden sind unterwegs. Hier werden wir dann das Öl mit hinlagern. Das heißt, wir brauchen Ölquellen. Hier sind 22 Stück. Ja, natürlich. Alle sehr weit unten. Ach, verdammt. Da werden wir wieder sehr viel Stahl brauchen, um dann auch die Schienen zu setzen. Das heißt, das hier muss ich auf jeden Fall auslutschen, damit wir dann die Schienen hochbringen. Gibt es hier oben keine Ölquellen? Doch, hier. Ja, sehr gut. Dann können wir auch hier das Öl abfördern und dann dahin bringen. Alles ist gut. Neuer Auftrag. Okay, das hast du gebracht. Sehr gut. Du kannst jetzt erstmal zur Seite gehen, damit der andere mit rankommen kann. Denn der hat noch die Fenster und die sind auch wichtig. Dankeschön. Und dann bauen wir erstmal den Ölhafen. Der ist sowieso nur mit Steinen und Holz zu bezahlen. Perfekt. So, das Ding steht. Dann brauchen wir die Ölraffinerie. Wer arbeitet denn da drin? 75 Obreras. Okay, das sind sehr viele. Mal sehen, ob wir das alles so gedeichselt kriegen, wie ich mir das vorstelle. Ich will erstmal hier so viele Ölquellen wie möglich mit in meinem Einflussradius haben. Das Blöde ist, ich muss genau hier stehen, damit ich wirklich alle mit drin habe. Das ist so doof. Das heißt, ich kann hier erstmal nur 5 nehmen, aber das ist schon ganz gut. Sehr gut. Dann brauchen wir... Kann ich dich einmal kurz drehen? Ja. Sehr gut. Dann brauchen wir... Ja, eine Straße, glaube ich, brauchen wir nicht, aber die Schienen auf jeden Fall. Denn die Leute kommen wahrscheinlich auch so hierher. Ich hoffe bloß, das fackelt nicht ab. Dann müssen wir tatsächlich noch eine Straße mit ranbauen. Obreras, Treibstoff, Eisenbahnschienen... Ist das auch noch Öl? Ich glaube ja. So, das muss bis nach hier vorne. Aber immer noch besser als das, was wir vorher hatten. So. Okay, das steht soweit. Das heißt, die Raffinerie ist angeschlossen, kann dann das Öl reinfahren lassen. Das macht einer der Züge. Der fährt jetzt hier los, der sieht, ah, okay, die haben jetzt hier sehr viel produziert, das geht hier richtig fix, da wir 5 Türme mit drin haben. Und das wird dann dort reingebracht, das heißt auch, ich brauche mehr Obreras.
So, damit ich dann auch noch eine weitere Raffinerie fertig machen kann. Vor allem werden wir auch hier ein größeres Öllager benötigen, damit dann auch der Ölfrachter noch mehr Öl hin und her transportieren darf. So, das dürfte reichen. Da kommt auf jeden Fall jede Menge Öl zustande. Unterhaltskosten minus 50, jo, ist okay, aber dafür haben wir wenigstens dann Strom oben. Dann müssen wir jetzt ein Schiff noch durch die Gegend schicken für Gold. Wir haben genügend Kautschuk. Baumwolle könnten wir noch gebrauchen für Pelze, denn Pelze sind ja auch wichtig, wenn wir später ganz viele Touristen haben. Und ansonsten haben wir es soweit, glaube ich. Also diese Insel, die haben wir wirklich komplett ausgenudelt, das ist Wahnsinn. Und theoretisch bräuchte ich hier sogar noch weitere Jornaleros. Warum seid ihr weniger? Fehlt euch was? Nö. Euch geht's eigentlich soweit gut. Hm. Na gut, dann bauen wir halt noch ein paar mit dazu. Ist auch okay. Perfekt. Okay. Ja, meine Lieben, also wir sind in einer großen Umstrukturierungsmaßnahme. Ihr seht es selber, wir werden uns demnächst wieder weiter um die Expeditionen kümmern. Immer mal einen Blick darauf werfen, ob wir jetzt mittlerweile diesen hässlichen Vogel kriegen, den wir brauchen. Bei der guten Madame Kahina, die hat ja doch ein bisschen mehr zu bieten hin und wieder. Hier ist sogar noch ein Rind, ein Nutztier, das wir bisher noch nicht haben. Admiral anwesend. Das nehmen wir schon mal wieder mit. Wir haben ja noch ein bisschen Geld übrig. Und hier wäre noch Pfefferminze, haben wir schon. Roter Fingerhut, den haben wir noch nicht, den nehme ich auch. Rhododendron haben wir schon. Okay. Also das sind wieder so Dinge, die wir mitbekommen haben. Sehr schön. Ab nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann kümmern wir uns um weitere Gegebenheiten, die sich dann hier in Anno 1800 abspielen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und drückt die Daumen, dass wir irgendwann in eine richtig gute Bilanz reinkommen. Denn 10.000 ist für das, was wir gewohnt sind, schon ein bisschen wenig. Bis gleich. El Presidente befiehlt, sofort ein Abo dazulassen. Sonst. Sonst was? Genau.